Willkommen zurück in Mordor. Zu Let's Play Mittelerde. Mordors Schatten. Gesundheit haben wir genug. Und der Grauk ist auch weg, wie man sehen kann. Neue Aufnahme, neues Glück. Wird aber in dieser Aufnahme auch nur eine Folge. Da ich einfach was für Sonntag haben muss. Was haben wir denn hier alles? Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Ja, immer stellen die sich müde, die faulen Säcke. Das kann ich gar nicht ab, wenn die sowas machen. Ja, du kannst Waffen mit Runen ausrüsten. Ja, rüste Runen mit Leertaste in einen beliebigen freien Runenplatz aus. Du kannst deine Waffe durch Miriam mit zusätzlichen Runenplätzen aufwerten. Oh, abbrechen. Ich will ehrlich gesagt... Nein. Ne. Eigentlich, ach, da ist es. Zwei Fähigkeitenpunkte habe ich. Warum benutze ich die eigentlich nicht? Karagor-Reiter haben wir hier. Aufprall, konterte Gegner, stolpern zurück. Ausschaltmanöver aus der Luft, das nehme ich auf jeden Fall. Schick explodieren lassen. Das oder das? Oder was ist das nochmal? Ach ja, das Rückwärtsstolpern, das ist eigentlich auch ganz gut. Aber das oder das? Ich nehme jetzt erstmal den Karagor-Reiter. Was haben wir hier? Für Gesundheitsboni kann man immer gut gebrauchen. Und dann nehme ich mir immer noch einen Bogenplatz. Ne, einen Dolchplatz. Ne. Nein. Einen Dolchplatz. So. Waffen und Runen. Bogen, Dolch. Was haben wir hier alles? Einmal boshafte Stimmen, na, Gesundheit und Fokus. Schlägt bei einer Schleichtötung. Das finde ich ehrlich gesagt besser. Ach, das kann man auch mal Runen in Miriam umwandeln. Das geht auch. Naja. Ich hole mir jetzt das Hauch. Ich habe mir jetzt erstmal den Hauch des Lichts geholt, weil da kriegt man 20% Gesundheit, egal wen wir umbringen. Und bei den anderen kriegt man halt alles voll. Aber dann müssen wir Hauptmänner töten und. Deswegen. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Ich bin aber nicht in der Nähe. Das würde ich wissen, wenn ich in der Nähe sein würde. Oder? Ich bin der Meinung, das würde ich wissen. Aua. Tut doch weh. Los, geht hinter ihn! So, das war's. Da hinten ist noch ein Bogenplatz. Was haben wir hier? Ja. Ist das ein Hauptmann oder ist das ein normaler? Das sind zwei normale. Der Höhlensohn lügt. Der Höhlensohn, auch gut. Ups. Hab ich da gerade etwas gehört? Nein, alles gut. Ich stehe. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. So mach ich doch. Dass sie kaum noch stehen. Danke, Waldläufer. So, aber bevor ich jetzt hier unnütz rumrenne und ein paar Viecher abmurkse, dann werde ich wohl doch lieber zerbrochen. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben diese Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Töte die Uruks, die sie bewachen, und rette die Sklaven. Dann mache ich jetzt erstmal das da. Wo ist es da hinten? Da werde ich hoffentlich hinkommen. Übrigens ist jetzt hier
als Marges in der letztrigen Folge den, ich habe vergessen, wie er hieß, diesen Sklaventreiber umgebracht haben, ist jetzt hier ein unbekannter Hauptmann erschienen. Aber sonst hat sich hier nicht viel geändert. Was ist das hier oben, oder wie? Ah ja, das ist hier oben. Na, dann geht's ja. Was war das? Ja, ja, das habe ich ja schon vorgelesen. Annehmen. Ja, 2 Uruks mit einer Vorsprungtötung. Halte Shift gedrückt und tippe. Ja, unterhalb von Feinden muss ich da stehen. Der alte Hauptmann sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu betteln, als er die Axt des Henkers über sich sah. Ich weiß, wie armselig. Na komm. Der neue sieht schon besser aus. Achso, okay, da muss ich schleichen. Aus, als hätte er je habt ihr das gehört? Müssen, sobald er seine Muskeln spielt. Ich hab's gehört. Menschen, aber, Alter, nein. Meine Uruks lassen mich nie allein, du Narr. Ach, halt die Fresse, Naruk. Sie hören auf den Klang des Horns. Wir werden dich vernichten. Oh nein, der Klang des Horns. Nein, Mist. Nein, warte. Erstmal aus dem Weg. Ja, bitte. Sei so gut. Zerschmettert ihn! Ich brauche ein bisschen Kräuterli. Kräuterli brauche ich. Kräuterli gibt es dort. Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Den hier umbringen. Und muss den hier umbringen und dann kann ich mir das Kräuterli nehmen, was da ist. Du musst uns retten! Ich kann dich auch erstmal retten. Das geht auch. Das ist im Rahmen des Möglichen. Danke, Waldläufer! Nächstes Mal kriege ich dich. Achso, ich bin. Achso, ich bin ja jetzt wieder aufgefüllt, weil ich Schleichtötungen gemacht habe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kann eigentlich auch mal wieder hier so ein bisschen. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Drops zu reiten. Wenn ich Graf Fantasie reiten kann, dann können wir spielen. Du hast aber blödes Zeug. Seh den Waldläufer. Du siehst mich gar nicht. Nagel geht fest. Um mich zu sehen, müsstest du nämlich am Leben sein. Aua. Seh nicht, jetzt sehe ich wieder was. Ach, der ist schon tot. Sag doch ein Wort. Na komm, bring ihn um. Dann halt nicht. Unser Freund hier hat nämlich ein paar Informationen zu diesem neuen Hauptmann hier. Tuka, der Schändliche, vermisst das aufregende Leben in Turband. Nee, Taurband. Rille Spielmann. Das sind 2 Hauptmänner. Nein, ich wollte ihn gar nicht in den Rücken schießen. Du! Diesmal entkommst du mir nicht. Du wirst wimmern und winseln wie ein erbärmlicher Köter. Jetzt auch noch gute Ratte. Kann auch schießen. Da staunst du, ne? Ich hasse Brandwunden. Aua. Mann, ihr blöden Bogenschützen hier. Gibt's das denn? Oh,
Und lass mal meine Gesundheit wieder auf. Toll, dass diese simple Aufgabe hier so lange dauert, wollte ich eigentlich nicht. Oh, hier ist gar kein Waldläufer. Daneben, so ein Dreck. Fast tot. Ganz tot. Ja. Menschen abschauen. Noch einer. Jetzt habe ich dich endlich. Die Jagd durch Mordor ist vorbei. Jetzt stirbst du. Wenn ich ganz genau bin, befürchte ich das nämlich auch. Was machst du? Übertreib doch nicht, du Wick. Du Wick. Wick. Zeit, dich schreien zu lassen. Du Wick Blauesser. Leg ihn auf den Boden. Dreckig, dreckig, dreckig. Einführung, letzte Chance. Bewege das Symbol mit der Maustaste in den Kreis hinein. Drücke dann die angezeigte Taste, mein Konto auszufüllen. Das und rechte Maustaste. Der ist. Gib einfach auf! Nein, ich gebe niemals auf. Nicht nochmal. Nein, Boot, nicht mit mir. Du hast keine Chance. Was ist denn das? Ich mach mich hier gleich weg. Ach, ich habe keine letzte Chance gekriegt. Das ist ja fair. Das ist ja fair. Mehr beugen. Bald bin ich Hauptmann. Ja, ich spiele auch gar keine letzte Chance. Letzte Chancen sind langweilig. So, da sehen wir wenigstens mal hier die Einführung in das Nemesis-System. Macht angestiegen, Macht 2. Und jetzt ersetzt er hier irgendeinen toten Hauptmann. Korsa der Endlose. Uruks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um die Positionen Saurons Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht hinzu. Ja! Die Fresse. Ja, wir sollen damit rechnen. Ich wollte hier. Ach so, du wirst befördert. Alles klar. Der wird auch noch befördert. Blöder Horsa. Und hier kriegt man einen neuen Unbekannten als Hauptmann. Wer soll denn bitte damit rechnen, dass sie bei so einem simplen Teil, wo ich eigentlich nur ein paar Sklaven retten soll... Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden. Das ist eine blasse Reflexion des Lichts der beiden irgendwas. Beim Dunkeln. Was war das für ein Geräusch? Schrei für mich! Das Feuer ist aus, weil es regnet. Echt doof. Und hier ist irgendwo ein Grauk. Mal wieder. Lange keinen Grauk mehr gehabt. Ich finde es gut, dass hier endlich mal wieder ein Grauk ist. Ich könnte mir jetzt diesen Karagor hier nehmen. Befreie ihn. Karagor sehe ich mir gleich an. Warte, ich muss mich hier mal raufretten. Karagor. Der gewöhnliche Karagor ist eine grausame und abstoßende Mordmaschine. Er ist in Mordor heimisch und das gefährlichste Raubtier in diesen Landen. Die mächtigen Beine lassen ihn außergewöhnlich schnell laufen und auch passabel klettern. Seine Kiefer sind stark genug, um auch Knochen durchzubeißen. Konkurrierende Raubtiere wie Warge greift er sofort an und tötet sie. Die Orks haben begonnen, diese Tiere zu fangen und einzusperren, auch wenn ihre Versuche, sie zu Reittieren zu machen, von keinerlei Erfolg gekrönt waren. Der Karagor hat sich als bemerkenswert starrsinnig und unempfänglich für jegliche Dressur herausgestellt. Harry! Na komm! Na komm!
Was muss ich drücken? Nein, dieser... Ja, genau das. So, Einführung, Karagor beherrschen. Ja, wie bei der letzten Chance. So, und jetzt das. Karagor, reit hier auf, zerr mit E, absteigen. Steuerung, angreifen. Das, beißen. Einführung, Karagor, Angriffe auf dem Rücken eines Karagors. Drücke zum Angreifen, linke Maustaste, schlage Feinde, schlägt Feinde nieder. Drücke zum Beißen, rechte Maustaste. Tötet niedergeschlagene oder unachtsame Feinde und gewinnt Gesundheit zurück. Halte rechte Maustaste gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte links Shift, tippe und tippe rechte Maustaste. Links ist das. Und linke Maustaste, um einen Angriff von oben auszuführen. Dabei steigst du ab. Oh, was ich für einen richtigen Kampf geben würde. Lauf, Kari! Wir gehen zu der Mission dort hinten. Vielleicht nehmen wir noch das Artefakt mit. Nur mal ganz kurz. Bleib. Braves, braver Karagor. So ein Lieber. Seltsamer Stein. Die Eruption des Orodruin, ich habe damit immer irgendwelche Probleme, sind abrupt und heftig. Wenn der Berg flammend erwacht, ist niemand mehr sicher. Der Himmel verdunkelt sich mit Rauch und Asche und feurige Felsen werden hoch in die Luft geschleudert, bevor sie mit tödlicher Wucht auf dem Boden landen. Dieser Stein aus schwarzer Glasalva gehört zu diesem Vulkangestein und datiert zurück ins zweite Zeitalter. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, als der dunkle Herrscher seine erste Verbindung zum Vulkan knüpfte. Diese Rückstände vom Zorn des Orodruin werden aufgrund ihrer Härte geschätzt und werden oft zu Waffen verarbeitet. Dort unten. Wo bist du gewesen, Kind? Ich hab was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein, sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Sehr schön. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber mir wurden gerade Muffins angeboten. Nein, danke. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Orodruin starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Ja, ich könnte den Typen jetzt umbringen, aber... Schleicht da jemand umher? Om nom nom. Om nom nom. Tötet sein Biest! Na okay, da komme ich nicht hin. Alles klar. Merke ich mir. Om nom nom. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein, nein, alles gut. Om nom nom. Wie köstlich. Wie köstlich ein Uruk doch sein kann. Töte das Biest! Töte das Biest! Schnapp den Sklaven! Hey! Hau den doch! Dann ist sie! Ich glaube, wir... Wenn ich jetzt zu der Mission gehen würde... Schleicht hier jemand? Das wäre relativ sinnlos. Jetzt Hauptmann. Was war das? Ach, den Ort kenne ich, hier war ich im Singleplayer schon mal. Ich
unschuldig von dieser Bestie. Ich sollte mich am Signal feuern. Wenn es wieder... Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Ich hab mein Cargo ermordet. Du erbärmlicher Tag! Hast du nicht mehr als dieses Untier zu bieten? Doch, hier, ich hab hier... ein Killenhagel. Habt ihr das gehört? Und deinen Tod. Nehme ich mir schnell, bevor die alle angreifen. Solange die noch so ein bisschen gestunt sind. Was war das? Weiß ich nicht. Ach doch, ich weiß, was es war. Es war dieser Karagor hier. Jetzt habe ich es erkannt. Der Waldläufer! Was ist denn mit dem Waldläufer? Schleicht da jemand umher? Nein, nein. Alles gut. Ein Karagor! Irgendwo ist hier ein Karagor. Ich weiß gar nicht, wo er sein könnte. Ich habe mal den Hauptmann da beseitigt. Oh, ein Blümchen. Aber das brauchen wir nicht. Wir sind fast nicht angeschlagen. Kreuzung von Udun. Irgend so ein Typ sieht uns. Ich hasse es, wie der Hauptmann den Grog rationiert. Nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Nee, zu dir muss ich nicht. Wo ist Gebüsch? Wo ist ja, Tag, gut. Schau, ne? Ich dachte, er sei hier. Kann ich mir noch das hier nehmen? Na komm, kann ich mir noch das hier nehmen, sagte ich. Ups. Ups. Ja, du hast doch sicher einen Brille-Vielmann für mich. Er ist übrigens unser. Wollte ich nur mal sagen. Wer bist du denn? Du Fleischesser, bildet seine Uruks aus, damit sie besser für ihn kämpfen. Brille, Vielmann. Das mein Grauf, deinen Grauf, den Kiefer ausreißen kann. Au. Heiß. Dann kann ich mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Wo finden sich denn die ganzen Spacken? Wo befindest du dich? Wo befindest du dich? Wo befindest du dich? Du dich? Nein, der ist ja auch nicht in der Nähe. Der ist ja noch weniger in der Nähe. Du bist irgendwo da. Du bist da. Und du bist da unten. Und die weiß ich halt nicht, wo sie sind. Weil die alle irgendwo anders sind. Hier, Muckluck der Wuchtige. Den will ich eigentlich mal... Den will ich in die Fresse geben. Ziel markieren. So, wir probieren es nochmal gegen den und dann... Muckluck. Dort hinten. Gehe ich mal hier hoch. Und dann werde ich mal sehen, wie wir am besten zu Uckluck kommen. Am liebsten hätte ich noch einen Karagor. Ja, Blut, hier hast du welches. Hier ist noch mehr Blut für dich. Das ist unsere Chance. Ein neuer Widerstand. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Da hinten. Mugluk. Mugluk, der Wuchtige. Alter Kollege. Da ist der Karagor. Der kann eigentlich erstmal aufräumen. Du gehst da hoch und dann schiebe ich dir das da auf. Hat jemand diesen Tag erwischt? Nee, rede bloß davon, dass die neuen Waffen fertig sind. Dann reite ich dich halt mal zu. Da, rechte Maustaste.
Das ist so laut. Tötet den Karagor! Nom nom nom. Na komm. Du! Befördert haben sie mich! Wollte ich gar nicht! Jetzt muss ich mich mit Tax Media befassen! Oh, du bist schon so eine arme Sau, hä? Na komm, ess ihn auf! Immer schön aufessen! Du musst doch groß und stark werden! Hundi! Er ist wohl abgehauen! Okay, er ist tot! Vergiss das, Waldläufer! Ich vergesse nie etwas! Lass mich in Ruhe. Ich muss dein Hauptmann ermorden. Du kannst mich auch mal in Ruhe lassen. Ich steche ihn von hinten. Töte mich, wenn du musst. Und schlägst du niemals. Uruks an die Macht. Wir sind die neuen Könige. Ach, komm. Ich versetze dich nicht. Du kannst mich mal und du sagst mir mal bitte etwas über den hier. Nakra der Schwarze holt gerade gegen einen ahnungslosen Uruk aus. Auf Wiedersehen, Mukluk. Und Freunde, damit würde ich sagen, war das genug für diese Folge. In der nächsten gehen wir dann wieder zurück zur Hauptquest. Und dann, oh, wir können uns ja hier nochmal, wenn sie schon mal da sind, kann man sie auch mitnehmen. Wenn sie schon mal da sind, kann man sie auch mitnehmen und nicht sich auf den Tisch da oben drauf stellen. Brock der Zwilling. Wütend, weil andere Uruk so schwach und armselig sind. Zum Freischalten schließe mir Hauptaufträge ab. Alles klar, also Freunde, ich stelle mich jetzt hier rauf. Und sage dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.